So, liebe Leute, willkommen zurück zu GTA 4 und vielen Dank an Black Panda, denn der hat einfach mal so nonchalant im Kommentarbereich erwähnt, dass es eine Fusion Fix Mod gibt, die wohl möglicherweise die Zwischensequenzen so ein bisschen optimiert, denn die laufen ja nicht so ganz flüssig. Und des Weiteren gibt es weitere Dinge, die man dadurch einstellen kann. Sowas wie eben Gesichtsfeld oder eben... ihr wisst schon, was ich meine. Anti-Aliasing, die Schatten kann man einstellen, Schattenfilter und so weiter. Fantastisch. Hier Field of View, wie heißt denn das auf Deutsch? Nicht Gesichtsfeld. Aber das Feld des Gesichts. Und das habe ich jetzt ein bisschen eingestellt. Also vielen Dank für den Hinweis. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das passt. Des Weiteren habe ich die Fahrzeugphysik-Mod installiert, wodurch sich die Autos wohl ein bisschen angenehmer fahren. Denn wenn man mit der Tastatur spielt, so wie ich, und man gibt mit W Gas, dann drückt er das Pedal komplett durch. Man hört es in den letzten Folgen, dann geht es immer Vollgas. Und das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, in so Spielen. Ich finde das ganz angenehm, wenn das so ein bisschen langsamer geht. Und das soll hier wohl der Fall sein. Aber ich würde sagen, wir holen uns mal unser Auto hier, oder? Hm? Zack. Ja. Ja. Ah, oh, wesentlich besser. Das ist ja der Wahnsinn. Vorsicht bitte. Ich bin Polizist. Ja, das spielt sich ganz anders. Nicht mehr so schwammig. Super, ey, das hat sich ja richtig gelohnt. Sehr schön. Da würde ich sagen, machen wir gleich mal die nächste Mission, oder? Let's go. Final Destination. Okay, nema problema. Hi, Dimitri. Hey, Dimitri, I took care of that thing for you. Very good. I'm proud of you. Good. Dimitri, thank you for taking care of that thing for me. No problem. Dimitri, hey, meet my girl, Natasha. Oh, so my nice pleasure. Nice to meet you. Little delicious. Oh. A little crunch. Mikhail. Hey, my brother Nico. Good. Sit down. Oh, have a drink. Baby. Move up, ladies, move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, yeah. You can have your alte Katrina, come on. Not no that. Big deal. Private. Girls, can you give us a minute, huh? Please. Okay. Get out of here. I see. Keep it warm. I won't be too long. So, what is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the That's pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Oh. You, get him. Are you sure? Sure? No, I'm not. Right now, I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bohan. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please, don't do this. Shut up. Shut the fuck up! I'm begging you. I said, shut the fuck Please up! Please, don't Go. Do this! Why don't you listen? You want to play games? This hey, is not break. A game. You stop. Have to play I by the stop. Rules. Und wir sehen, die Zwischensequenzen laufen 1A, absolut fantastisch. Und jetzt regnet es auch noch. Ich hol mir erstmal mein Auto wieder. Ach, wie gut das ist.
Wahnsinn. Okay, warte mal. Dadurch, dass ich das Sichtfeld aber erhöht habe, macht diese Kameraperspektive, glaube ich, mehr Sinn. Sichtfeld. Ihr wisst schon. Sichtfeld halt. So, dann wollen wir mal. Wir sollen wieder irgendjemanden töten. Einfach so aus dem Nichts. Aber das machen wir natürlich. Hölle. Was ist denn los? Warte mal, hat das hier ein Radio? Nee. Ah. Okay. Aber wir haben den Polizeicomputer, den werden wir auch nochmal nutzen müssen. Für spätere Missionen, um zu schauen, wo sich gewisse Leute aufhalten oder so. Oh, tolles Wetter. Was ist denn jetzt los? War das schon immer so? Oh, wir fahren über die Brücke, oder was? Oh, oh. Sehr schön. Vorsicht, bitte. Ach, großartig. Wie gut das jetzt aussieht. Ich kann das gar nicht fassen. Muss ich hier warten, oder? Scheint nicht zu passieren. Ciao. Dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. Kommen wir da durch? Oh. Mr. Faustin, you want to call this off? No. I never change my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue station. Go to the platform and get rid of that rat. Shut up, Dimitri! For the last time! Okay, krass. Na gut. Schalte Lenny auf dem Bahnsteig aus. Ey, geht das nicht ein bisschen unauffälliger vielleicht? Zeig mal her, hier oben. Da sind wir schon. Da hinten ist die Treppe. Ja, nicht ideal, ne? Aber wir machen sie jetzt. Auf dem Bahnsteig ist natürlich mega auffällig. Mal schauen, wer der Typ ist. Bitte zeigen. Der da? Der ist das? Nee, da hinten der, ne? Hey Lenny, Michael Faustin don't like you no more. It's nothing personal. Faustin ain't nobody. Fuck off! He's enough of a somebody to get you killed. Do what my father wants you to do. Leute, geht weg, geht weg. Weg, weg, weg. Ups, sorry. Erstmal speichern. Bim, 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 bim. Easy. Ich glaube, das wäre normalerweise sehr viel länger geworden. Wir nehmen den Wagen da drüben natürlich, Leute. Nico, do you know what you have done? I have followed Mr. Faustin's orders. Not much more. The boy you killed was the son of Kenny Petrovich. This is a very dangerous man. You will not take kindly to this. How was I to know? You weren't. This is Mikhail's craziness. I will speak to people and see what I can do. Oh, ist sogar offen. Ja, easy, Leute, easy. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Little Jacob, oder? Alles wieder zurück. Bim, bim. Ah, es läuft so gut jetzt. Irgendwas ist anders. Also diese Fusion Fix Mod ist wirklich absolut Gold wert. Was ist mit ihm jetzt? Nico, komm zu mir ins Depot. Ich will dir jemanden vorstellen. Machen wir das zuerst vielleicht? Ist das Brucey? Komm mal her. Gleicher Weg.
Sag mal, die Reflexion der Autos ist doch auch neu, oder nicht? Das sah doch vorher nicht so aus. Man hat auch die Chance, die Schatten einzustellen, ob die scharf sein sollen oder eher weiche Schatten. Und die Bäume, kann man auch die Qualität einstellen. Also ist das Konsolenqualität oder PC oder PC extra. Also wirklich sehr angenehm. Ja, wir werden verfolgt, gleich mit Helikopter und allem. Schauen wir mal, ob wir denen denn kommen können. Am besten unter einer Brücke oder so. Oh, 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 wir sind ganz gut dabei. Junge, Junge! Bim, bim. Ja, jetzt drehen wir um. Oh, weg, weg, weg. Sorry. Schauen wir mal, ob wir denen entkommen können jetzt. Ist man unter so einer Brücke hier safe? Ja. Bim, bim. Sehr gut. Vorsicht bitte. Boah, dieses Bing Bing kann man bestimmt auch verstellen. So. So, ich habe nur noch mal ein bisschen an den Reshades rumgespielt, weil mir das ein bisschen zu dunkel war, das Bild. Ich glaube, jetzt ist es besser. Logging on. We'll just get there. Damn these people. Hey, Roman. Cui steroid tip? Brucey, have you met my cousin, Nico? This is Brucey. We met online. Oh, loveme.net? Ha! No! In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy, but also sexy. Hmm. That's how I like. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Bruce is a dreamer. Uh-huh. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Screw you! Listen, man, you should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah! Stop exercising. Okay, let's put some bitches to the sword. VIP style, come on. He's a cool guy. Ровно до мого. Добьем преко интернета. Мислиш да сам лут? Brucey ist einfach so gut. Die Stimme von dem. So ein richtig durchgeknallter Sporttyp. Stehen die hier immer noch rum? Ah, da sind wir ja schon. Links rum. Ne? Bim, bim. Komm her, wir parken mal hier drauf. Dann muss keiner weinen. Was guckst du so? Ich gehe jetzt hier rein. Hallo? Hey there. My name's Nico. My cousin, he told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there. Okay?
Welchen Computer hat sie denn für mich? Irgendeinen scheinbar. Ja. Okay. Okay. Großartig. Das war einfach. Jetzt gehe ich einfach. I see you again, Roman's cousin. Adios. Come back and... Excuse me. My suicide... Bim-bidim-bidim. Das war wirklich sehr einfach. Brucey ist jetzt in unserem Handy. Also er ist nicht in unserem Handy, aber er ist in unserem Handy. Oh, wir rufen gerade schon jemanden an. I have set up the email account. I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cousin. Did you meet the girl who works there? Nice pair of titties on her, no? Later on. Hier sind wir richtig. Irgendwann weiß man, wo man langfahren muss, aber da bin ich noch weit von entfernt. Schaut euch mal an, wie gut das hier aussieht, bitte. Unfassbar. Hey. Das war knapp. Komm rauf da. Ach, Junge. Nico, my friend Brucey has a business proposition for us. He going to pay me to pump him full of steroids and tell him how great his abs are? No, he can take care of that all by himself. Brucey is a major motorhead. He's going to send you emails about all the cars he wants, and you're going to get them for him. What are you going to do? Come on! I made the introduction! I'm the manager, man! Go check your emails, Nico. Let's hang out soon, okay? Okay. Hey boy, don't move, boy. How are you? Eh? Oh, where you come from? How are you? Hey man, I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? Batman, what going on this up? Some boy does I beat off the door. Some boy does I call himself Nico, say he wanna see a road boy. Nico? I'm a boy that Batman man. Yo, free up the boy, man, yo. Are you a boy that? Yeah. Sure. Boy, that, come on, you. Come on, upstairs, go talk to Nico here for one thing, man. You wanna control the taxi? Not bad people go around thing, you have to be careful and thing. No, it's okay. Yeah, man, see, it's, hey, don't you worry. Have to watch what you're doing, you know. See how your boy over there, son, Nico. Go deal with them, see you. Oh, I'm Nico. You alright? Hey, no problem. As good an introduction as any other. Yeah, me hear that, you know. Anyway, some boy around with bad man, you know. I'm gonna ask you a favor. Go on now. Hey, my youth. Some boy them dip on the corner and thing, and the boy them sell some things and thing, and I go on and I say, oh. Them don't want to give me my money and thing, and every corner my corner, and want my money and thing, you know. I know sweat I got going on, I want to deal with the case proper. You know, see it? All right, let me explain. It's a business thing I go on down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting me. Okay. So when you go down there and deal with them, see it? Right, it's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap, my youth? You worry about cheap? We now worry about cheap, you know. Boy, them dip on the corner, me say, the boy, them other things on my corner, that and thing, and I say, every corner on my corner, and thing, I'm gonna write that to the boy, them go on and say, oh, they wanna give me my money. Oh, something for boy with that. All right, hear me now. What Batman is saying is, the boy, them are some novice, see? You go find it when you go up on the corner of Alpha and Salt Button, see? When you go down and say, you're gonna see and just deal with them, see? And you'll find out how them work, all right? All right. Alright. You want some of that spliff, yeah? No, thanks. You sure? I'm sure. Alright, respect. Mario, pass me some of that thing we have over there, sir. Fantastisch, ey, wirklich. Boah, was für eine Höhle, ey.
Wo ist mein Auto? Ah, hier. Jetzt müssen wir wieder über die Brücke, so wie es aussieht. Auf die andere Seite. Oh, ich muss dieses GPS-Ding ausschalten, Leute. Mega nervig. Aus. Genau, wir können hier nochmal eben schauen. Hier haben wir Shadow Filter, Sharp. Das ist das, was ich meinte. Softes, PCSS könnte sein. Ne, wir machen... Obwohl, Sharp ist vielleicht ein bisschen... Softest. Keine Ahnung. Die Aliasing, Limiter. Hier haben wir Gesichtsfeld. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Din, 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 din. Ich höre das Radio fast gar nicht. $5. Was ist das für ein Beat? Okay, los jetzt. Wir haben eine Mission. Der Typ da, oder was? Yo, I'm all out of product, dropping in to pick some up. Be ready. Wie man immer noch das Autoradio hört, ne? Fantastisch. Bim, 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 bim. Na, wollen wir mal schauen. Ah, hier hinter dem Müllcontainer können wir uns verstecken. Ist das so die Art von Spiel, wo die sich dann ab und zu einfach so umdrehen? Kennt ihr das, wenn die dann einfach so stehen bleiben und sich umdrehen? Hauptsache, man benutzt die Mechanik, sich zu verstecken irgendwie. Aber auf der Minimap sehe ich, er läuft rüber. Diese typischen Folge einem NPC-Dinger, ne? Gibt's auch mit Autos. Wenn so, fahr ihm hinterher, aber nicht zu nah. Und dann gab's manche Spiele, ich glaube. Moment. You want to shoot some pool? This isn't a good time, Roman. I got another type of shooting on my mind.
Driver San Francisco, glaube ich, ein so ein Spiel. Und dann hat man so einen Entdeckt-Balken gehabt, wenn man zu nah dran war. Und dann haben die einen gesehen. Das ein bisschen schneller machen. Nabend, hallo. Sie stehen auf Müllsäcken. Ist nicht schlimm. Kann jedem mal passieren. Wo ist er im Haus? Ah, da vorne. Er ist noch im Erdgeschoss. Oder geht er vorne wieder raus? Oder was macht er? Sieht fast so aus, oder? Die Texturen einfach. Wahnsinn. Oh, 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 oh. Ja. Mama, hol mich hier runter. Sehr gut, er dreht sich nicht um. Ich glaube, der hat so einen krassen Umweg genommen aus irgendeinem Grund. Folge ihm, aber greif ihn nicht an. Das fällt mir jetzt schon schwer. Ich glaube, über die Straßen wäre er schneller hergekommen. Hier drin ist auch nicht mehr vorgespult, ne, im Gebäude. Fantastisch. Fusion Fix, liebe Leute. Große Empfehlung. Wo ist er denn noch höher? Du bist so weit weg, du musst den Dealer noch sehen können. Wie soll ich den denn hier sehen? Guten Abend, hallo. Ich höre ihn doch. Oder was? Hallo, freut mich. Noch höher? Noch höher? Hier müssten wir jetzt aber richtig sein, ja. Da kriege ich netterweise eine Waffe. Denn hier gibt es scheinbar gleich Ärger. Beseitige den Dealer und seine Lieferanten. Who's this cracker? You let him follow you back here? I ain't seen nobody. Get rid of this fucker. Komm raus. Ah, okay. Ah, wie cool ist das denn bitte? You should not have fucked with me. Das ist jetzt ein bisschen schwer, weil ich kann da nicht rein. Having fun. War ich ein bisschen zu nah dran? Okay. Ich wollte gucken. Drücke jetzt F2, um diesen Clip zu speichern. Ach Mist, ich hoffe, ich muss dem jetzt nicht nochmal komplett alles hinterherlaufen. Das wäre super ärgerlich. Aber ich befürchte fast, es wird so sein. Nein, ich mache einen Schnitt für euch, weil ich nett bin. So, da sind wir wieder. Hat sich echt ganz schön gezogen hier, einfach alles nochmal hoch, nochmal hinterher, nochmal über den Zaun. Aber jetzt sind wir da, Leute, jetzt werde ich da nicht drauf schießen, ich habe draus gelernt. Aber die nicht. Mach mal auf hier. Nein, hör auf zu schießen. Ich komme in Frieden. Das habe ich auch immer so geliebt, ne? Dass er dann so mittendrin geschrien hat oder so. Das war einfach irgendwie neu. Und großartig. Tell Batman that I got rid of the competition. Righteous. The corner belongs to I again. And nobody gonna fuck with I's corner no more, no things. One love, Nico. One love, Nico. Okay, dann wollen wir mal wieder. Alles wieder runter. Das haben wir doch sehr gut gemacht.
beim zweiten Mal erst. So, jetzt hat Faustin noch was für uns. Ach, und Brucey schickt uns E-Mails bezüglich Autos, die geklaut werden können. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier wieder rauskommen. Alright, my man Nico. How's it going? Okay. You and Batman got any more work you need help with? The funny thing you should mention, I tell my brother. Batman is right impressed with what you're doing for I and I. He wants to know if you want to deliver some packages around town to some various people and things in the city. Plenty of calling that for you, you know. That sounds good. Wicked man, give me a call when you're ready for this first run. There'll be a lot of work, so call whenever, you know? One love, Bridget. Zusätzliche Arbeit für Jacob machen will die Option Job im Telefonmenü. Was ist denn hier los? Die sind alle so aufgeregt, die Leute. Haben wir nicht irgendwo einen Parkplatz? Zeig mal her, komm, wir gehen mal hier runter. Nein, hier runter. Ja. Ah, die Tauben. Ja. Ich erinnere mich. Ich will ein schönes Auto haben. Kann ich mir ein Taxi nehmen? Natürlich. Demonetarisierung incoming. Das ist es wert. Gib mal Gas jetzt hier. Oh, Leute, weg da! Eieieiei. Und auf meiner Suche nach Mods habe ich auch gesehen, es gibt einen Radio Enhancer, der bringt wohl Lieder wieder ins Radio, die ursprünglich mal drin gewesen sind und mit der Complete Edition dann rausgenommen wurden. Ich vermute mal, also so eine Lizenz kaufst du ja dann für eine gewisse Anzahl an Jahren und die wird dann abgelaufen sein und ich weiß nicht, ob sie neue Lieder hinzugefügt haben, aber es sind wohl 50 Lieder, die damit wiederkommen. Also wer hier irgendwie alte Lieder vermisst, der kann sich das einfach installieren, Radio Enhancer. Und dann hat man diese alten Lieder wieder. Aber zum Thema Demonetarisierung, das bedeutet, für jeden Klick bekomme ich Geld, also von YouTube. Und sobald aber lizenzierte Musik kommt, kann es sein,
dass YouTube dann sagt, ah, nee, nee, kannst du nicht machen, weil du hast nicht die Erlaubnis, das zu zeigen auf deinem Kanal. Und dann kann ich mit dem Video kein Geld mehr verdienen. Und jedes GTA-4-Video kam bisher. Und dann kommt eine E-Mail mit einer Liste von aus folgenden Gründen. Und dann siehst du, von wann bis wann, in welcher Minute, welches Lied gespielt worden ist. Und deshalb geht's nicht. Und das war eine Liste von 12 Liedern oder so. Also, Nico, Roman, was willst du machen? Nein. Sorry, Roman. I have no time for these women. Cool, cousin. Another time then. Call me. Aber ich finde, hier gehört das Radio und die Musik irgendwie dazu. So ist es halt. I told you where she is. I don't see why it's such a problem. I want you to keep an eye on her. Hey, I'm out making money all day. How many times do I have to tell you? Keep an eye on the fucking girl. You're a superstitious old crone. I'll see you in hell. Someday I'll crucify you. Nico Bellic. Yes. Good name. Good name. Where's Dimitri? He's busy. He said he had something to do. Something. Something. Let me tell you something. Me and this guy, we were in the army together. We were in prison together. We are like brothers. Now it's always something. Always something. Always something, yes. You want a drink? No, thank you. Well, I do. You all right? What? Mr. Faustin? No! I'm fucking angry! I'm sorry to hear that. Let me ask you something. You know her? No. Good. Because if you did, I'd fucking kill you. Why? She's my daughter. Ungrateful bitch. I bring her here. I spoil her rotten. Raise her well. Look at this. Look. Look what I've given her! Yeah, yeah. She's very lucky to have such a loving father. She is. She's an out-of-control bitch. Because of you. You pathetic mess. But I don't accept my daughter turning into a whore. Nico, she's at Firefly Island. Go there. If she's meeting up with that biker pimp boyfriend, get him. Find Dimitri for me. Okay. Have him call me. Sure. Go. All right. Ich habe gerade so überlegt, ich fände es sehr interessant, das wäre ein riesiger Aufwand, aber ich fände es sehr interessant für GTA 6 oder GTA 7, obwohl da lebe ich wahrscheinlich nicht mehr, GTA 6, wenn man so eine Mission hätte, wie jetzt irgendwie finde meine Tochter und hol sie und man tötet sie versehentlich, dass das Spiel dann da nicht endet, sondern dass das dann eine Konsequenz ist für alles Weitere. Und das ist unglaublich komplex, weil du musst ja dann daran denken, okay, du machst ihn damit wütend, der hat vielleicht Freunde, die sind dann auch gegen dich, aber wisst ihr, wie ich meine? So richtig realistisch so. Was du machst, hat Konsequenzen die ganze Zeit. Es gibt keinen Abbruch der Mission, wenn du versehentlich jemanden erschießt. Ich könnte jetzt sein Haus in die Luft sprengen und das würde das nicht beenden, sondern dann würde daraus was resultieren. Das wäre so unfassbar komplex, weil man da an jede Kleinigkeit denken müsste. Aber wisst ihr, was ich meine? Das wäre krass. Und dadurch hat man einen Wiederspielwert 5000. Das wäre der absolute Wahnsinn. Und man kann selbst schauen irgendwie, dass man den Polizeichef tötet aus freien Stücken. Ne? Gar nicht so irgendwie als Mission, sondern du machst es einfach und das hat dann eine Konsequenz. Und dann siehst du, wie gewisse Gegenden so richtig zum Slum werden, weil sich da keiner mehr drum kümmert. Und weil irgendwie so, wisst ihr, je mehr Polizisten man tötet, desto weniger Personal haben die logischerweise. Irgendwie sowas. Das fände ich nicht schlecht. Property, then all the brothers would get to share you. I want you all to myself.
Get away from Mr. Faustin's daughter. Fuck you! This ain't Russia, and we ain't communists. Tell my father I can see whoever I like. I'm gonna get the brothers, and we're gonna kick your fucking ass. Die Haare. Sehr gut. Oh, hier steht zufällig ein Motorrad. Bringt nichts. Oh nein! Das war aufregend. Was denn jetzt noch? Ist da noch einer oder? Ach ja, der Typ, der vorne. Redet doch noch einer. Ich höre hier eine Taube. Wie soll ich den denn da oben erwischen? So einfach. Wo ist die Taube? Da. Tut mir leid, Taube. Das ist Teil des Spiels. I've killed the biker. I don't know how happy your daughter will be. I don't care about happiness. I care about discipline and loyalty. Thank you. Ich kann mit diesen Motorrädern nicht. Ma'am, tut mir leid. Das ist jetzt mein Auto. Thank you.
Ah, super. Rasta, it's me. You're me there at Beachwood City, my camping block. Na klar. Okay, no problem. I'll be there in an hour. Respect, me see you soon. Einer Stunde. Hit it! Wo ist er denn? Ach, gleich hier unten. Let's go. My brother, drop me a Firefly project, please. Back on, Rasta. What's up, Jacob? Boy, it's good to spend some quality time with you, see? Yes. Not all work, you know? We gotta ease up from time to time to see how the world turns on. You know what I'm saying? I think so. The world can mess you up, you know? Make you think that things matter when all that matters is that the sun come up and we have a good time and laughter and things, see? I hope so, man. I do. You're off feeling on Nico, even for a shutter. Easy. Yo, thanks for the lift, fire. Bim, 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 bim. Weiter geht's, würde ich sagen, oder? Hallo. Music from when America was cool. 108.5. So, da sind wir schon wieder. Schauen wir mal, was wir jetzt töten müssen. Wieso sollten hier Leute so mit dem Kaffee langlaufen? In der Gegend. Das ist schon sehr verdächtig irgendwie. Yellow! Ist das Jay Leno hier drüben? Guten Tag, sind Sie Jay Leno? Was haben wir denn hier eigentlich? Hier ist einfach nur Water. Verschmutzt. Autowracks, ganz klar. Hier wird man das Auto, stimmt, ja. Ach, das sehe ich jetzt erst. Ja, stimmt. Hier wird man ein Auto runterschicken. Stimmt schon. So, Leute, weiter geht's. Keine Zeit für Sightseeing. Hello. Hello. Is Michael home? No, he's out. Okay,
Should I wait outside? No, no, come in. Oh, thank you. You're welcome. Sit down. Thank you. You want some tea? Sure. Mikhail doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like barbarians, uncivilized, like immigrants. Oh, yeah? I know what you're thinking. It is a bit funny coming from him. He did not used to be like this. When we were young, at home, he was beautiful. He was happy. He made me happy. But then something changed years ago. I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was or what was wrong with me, that I did not see it in him. Or I changed him. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? After you walk into a village and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Huh. Well, I don't know about that. Привет, Лена. Привет, Ма. What is that? I tell you one thing and you ignore me! You stupid bitch! Nico Bellic, baby. Good to see you. Hey, you too. What did you want? I want you to teach people to listen to me. You want him to get us the money? Fuck the money. Mikhail, please calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail! Get out! So, what do you want? This prig who owes me money owns a garage in Chase Point. I want you to pick up a truck and take it to him. Call me when you get to the truck. It's in Schottler on Montauk Avenue. Go. Get out of here. Sehr schön, wie sie so eingestreut haben, wie Nico zu dem geworden ist, der jetzt ist, ne? Was er so erlebt hat und so mit den Kindern und dem Krieg und nicht sehr gut. Also nicht, was da gewesen ist, sondern wie die das so... Er ist halt in dieser Situation, wo er plötzlich so ein ernsthaftes Gespräch führen muss und so kriegt man ganz nebenbei quasi mit, was so seine Vergangenheit ist und so. Finde ich super. So, dann wollen wir mal. Wir sollen einen Lastwagen abholen. Und genau das machen wir. Wir kürzen hier schön ab. Oh! Junge! Get in the truck! The truck.
drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill, park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, trigger the explosives. Should blow up good. Maybe you'll be careful on the drive over. It's pretty volatile stuff. Explosive? What the fuck? Okay, dann wollen wir mal. Komm. Ist halt so lang warten jetzt, ne? Komm, geh mal. Fahr mal bitte. Let's go. Bitte. Bitte. Okay. Also wir haben Sprengstoff dabei, sollen das da parken. Und dann wird es hoffentlich einen lauten Knall geben. Nico, it's Roman. We should go and get drunk together. Roman, I'm nervous enough about driving a truck full of explosives around the city for Mikhail Faust. He's out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, cousin. Ich glaube, hinten das grüne Ding, die grüne Leuchte sagt mir, wie kurz es vor der Explosion steht. Oh, old school. Ah, schön. So, komm, fahren wir jetzt. Sehr gut. Nur nicht übertreiben. Da sind wir schon. Machen das schön ordentlich. So nämlich. Mach die Bombe scharf. Achso, muss ich nochmal rein wahrscheinlich. Oh oh, haltet euch die Ohren zu. Oh. What? Verschwinde aus der Gegend, ja. Das ist die Feuerwehr. Ah, nicht schlecht. $700. What? Ja, easy, würde ich sagen. Okay. I've blown the place up. But don't pull that shit on me again. Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb. I thought you were the ice-cold killer. I thought nothing scares you, man. Pussy. Hasn't anyone got any balls? You and Dimitri, you'd be nothing without me. Nothing. This is how you treat me?
Okay, das hätten wir geschafft. So, ich gehe jetzt nur noch zurück ins Apartment und dann... Ein letztes Mal. Hit it! Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.